dreinschlagen, bis Opfer am Boden liegt und dann noch einen draufgeben. So Szenen spielen sich immer häufiger ab und die Leute schauen zu, ohne zu helfen. Oder sie werden selber zum Opfer. Aber wie soll man denn reagieren? Was kann man machen? Was ist nicht so gescheit? Da sind es Schauspieler, die die Szene spielen. Und die Frau mit dem Rucksack hat eingegriffen und versucht, die Situation zu entschärfen. Sie ist eine der Interessierten, die einen sogenannten Stadtgewaltrundgang mitmacht. Ja, es ist gut gegangen. Ich habe mir das klar überlegt vorher, weil das ist ein Schauspiel war. Und in der richtigen Situation weiss ich nicht, ob ich gleich reagieren würde. Vermutlich schon. Die Rundgänge gibt es schon seit 5 Jahren. Dahinter steckt ein Verein, der zusammen mit einer Theatergruppe die Szene plant und einstudiert. Wir sind in Winterthur unterwegs. Die Stadtpolizei hat den Rundgang organisiert und begleitet den Anlass auch. Die Stadtpolizei Winterthur wird auch im Jahr 2010 ein positives Zeichen setzen für Zivilcourage und gegen Gewalt. Nebst der Situation mit dem abgehobelten Putzmann spielt das Team noch weitere Szenen. Auch hier wird zuerst alles einmal durchgespielt, dann dürfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber intervenieren. Die Schauspieler reagieren dann entsprechend. Ob und wie man eingreifen will, ist nicht immer einfach. Auch in der gespielten Situation nicht. Ich habe schon ein paar Situationen erlebt, wo ich überlegt habe, was soll ich jetzt eingreifen oder soll ich nicht eingreifen und was mache ich. Und ich habe schon Situationen, wo ich eingreifen habe, wegen einer gewissen Frage, ist das jetzt eigentlich riskant oder nicht. Mit dem Stopp vom Moderator wird das Spiel jeweils unterbrochen. Dann wird nachgeschaut, ob es gescheit war, so zu reagieren und was man noch besser machen könnte. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man die Situation versucht gut einschätzen, dass man nicht zu viel Risiko eingeht. Es bringt niemandem etwas, wenn die Person, die eingreift, am Schluss am Boden liegt. Also man soll nicht den Held oder die Heldin spielen. Das ist mal etwas Wichtiges. Ich denke, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man nicht nachher geht, dass man einen gewissen Abstand hält, dass man die Person auch nicht anlenkt oder versucht, so zu beschwichtigen, dass man die Person auch nicht duzt oder beschimpft. Das lenkt Aggression auf einem selber. Mit diesen wichtigen Tipps sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Alltag besser gerüstet sein. In der Praxis ist man dann niemals immer überrascht und handelt dann immer impulsiv. Aber ich denke, gewisse Sachen, die, wenn wir jetzt zu gefährlich, wenn muss ich Hilfe holen, die Leute direkt ansprechen, das sind sicher gute Tipps gewesen, die mich sicher weiterbringen in diesen Situationen. Ich glaube, dass das vielen Leuten hilft, weil man sich innerlich vorbereiten kann, dass wenn einmal etwas passiert und je mehr man sich innerlich vorbereiten kann, umso besser kann man es dann in der richtigen Situation. Am wenigsten Reaktionen ausgelöst hat die Szene hier im Park. Es wird Musik gelöst, Müll umgeschüttet und ein Bänkchen verschmiert. Dabei zeigt die Szene, dass es Eingreifen, gerade auch wenn man nicht allein eingreift, sehr unproblematisch kann ablaufen. Es entsteht sogar ein Gespräch. Dass man sich als Gruppe einmischt, anstatt allein, bewertet auch der Projektleiter sehr positiv. Wenn immer möglich, nicht allein einzugreifen, sondern jemand anderes oder 2-3 Personen vielleicht sogar mitzunehmen. Man fühlt sich sicher und man gibt sich auch weniger in Gefahr, als wenn man allein eingreift. Egal in welcher Situation, wichtig sei es, dass man immer zuerst ein Telefon an die Polizei mache, bevor man eingreife irgendwo. Seine eigene Sicherheit soll niemand aufs Spiel setzen. Ich finde, dort, wo man sich zutraut, dort soll man eingreifen. Man soll aber nichts riskieren. Es ist nicht Sinn und Zweck, dass man sich selber in Gefahr bringt. Aber wegschauen ist definitiv auch keine Lösung. Weitere Stadtgewaltrundgänge im Top-Sendegebiet gibt es noch bis im Herbst, unter anderem in Zürich, Zorge und Dübendorf. In den Kantonen Thurgau und Schaffhausen sind bis jetzt noch keine Rundgänge geplant.